Servus, bist du denn Dave? Warum ist der EVA? Wir sind in nicht MW3, wir sind in nicht MW2, wir sind nicht in MW1, wir sind in Call of Duty Ghosts. Oh yeah. Ich habe mal wieder Motivation, dieses Spiel zu starten. Keine Ahnung warum, fragt mich nie. Nee, bitte, fragt mich wirklich nie. Ist egal, wir machen es jetzt einfach. Und zwar habe ich mir vorgenommen, Bams, Bams, Waffenspiel. Wenn sie einen Feind mit ihrer Waffe ausschalten. Okay, ich kann dir lesen, tut mir leid, ich bin gerade auf Katzenfell, ja. Ich habe gerade meine Katze gekocht und ich habe festgestellt, sie ist sehr lecker. Gut, lassen wir das. Wir suchen ein Spiel, und zwar Waffenspiel. Jawohl! Das Gun Game der Neuzeit. Und wir werden dieses Ding, ja, durch die Kante rubbeln, sage ich euch. Haben wir ja schon mal gemacht, ne? Ging nie ganz uncool aus für mich. Ich glaube, ich bin Zweiter geworden, bin aber auch in irgendein Spiel reingejoint. Und jetzt, von Anfang an sind wir dabei, auf der Map Tremor. Schon wieder Tremor. Mann, Mann, Mann. Mit dem Incognito extra bleiben sie in feindlichen Dermol und Drecker bla sowie bla in bla verborgen bla. 726665. Okay. Dann geht's los. Hey. Was sehe ich? Ich sehe Ladebalken. Ein sehr neuzeitlicher Ladebalken. Es geht los, es geht los. Standardausrüstung. Muahaha. Mit der M9 A1 spiele ich und einem Aufsatz, der Lauf heißt, und es beginnt in 4, 3, 2, 1, 0. So, legen wir mal los, Ghost Trupp. Ah, was? Hört auf, mal zu schießen. Ha! Das fängt immer cool an. Jawohl! Jawohl! Kommt immer rein hier. Immer her. Kommt immer her. Ist okay, kommt her. Autsch. Was habe ich jetzt? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. SG-553, was? Irgendwie eine tolle Waffe. Tolle Waffe. Ich habe eine tolle Waffe, tolle Gegner. Kommt her. Schnell, kommt zu mir. Ich brauche Kills. Wovor beachten? Stirb, du Hund. Oh, jetzt ist aber knapp. Oh, ein MG, jawohl. Aber mit was für ein Visier wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ist das Thermal? Was ist das? Ist das eine Verarsche von irgendwas? What the fuck? Homo Visier hoch 3 hier. Oh, jetzt gibt's einen Sniper. Eine Dragunov auf der Neuzeit. Ah, ich verstehe. Dragunov auf der Neuzeit. Ich verstehe. Es vibriert. Uiuiui. Ui. Überall Effekte. Es ist so wahnsinnig. Die Effekte. Oh, knapp. Jetzt die Bison, oder? Ist das die Bison-Ratte? Die Waffe ist der Bison, oder? Wurde mir übrigens empfohlen in den letzten Videos. Mal schauen, ob es so cool ist. Wie euch das so vorgestellt habt. Jawohl. Jetzt die Ämter, oder? Keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich spiele. Ich sage einfach mal irgendwas. Oh, das ist hier Mehrfachschuss. Auch nicht schlecht. Oh, jetzt gibt es eine dickste Minigun am Start. Oh. Autsch. Man muss nämlich echt messern. Jetzt habe ich wieder diese Dreischusswaffe. Meine Güte. Marathon und Reflex habe ich als Perks. Cool. Würde mir trotzdem ein paar Gegners wünschen. Gegners, kommt her. Kommt zu mir. Kleine Gegners. Hallo? Gegner? Gegner? Hä? Hey, rechts, links. Wo soll ich lang? Ach, hier. Oh, tut mir leid. Ey, diese komische Feuerstoßwaffe hier ist eindeutig für einen Nichtgebrauch. Hey, das war eindeutig mein Kill, oder? Ey, frag ich jetzt, oder was? Oh, 8 zu 15. Hey, das ist so eine schöne Waffe, Leute. Die muss es doch übelst bringen, oder? Kann man die im normalen Spiel spielen? So ohne Waffenspiel, Gun Game? Keine Ahnung, wie sie es nennt. Ich glaube fast nie. Hey! Ich habe die Mörder Gun. Bleib ich aber stehen. Was? Letzte Waffe? Nein, nicht ernst. Ist nicht dein Ernst. So, jetzt aber. Jetzt mache ich Punkte ohne Ende. Jetzt hole ich nur auf das Ding. Zack, was du willst von mir? Jawohl! Dich Raketen ins Gesicht, hey! Autsch. Ja, mit der Sniper mit Schall, what the fuck? Der ist vormontiert, glaube ich. Das war's.
Wie jetzt, das war's? Das kann das denn nie gewesen sein? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Kampfmesser, oh ja, das war ja sinnvoll jetzt. Ich dachte mit Wurfmesser und Last Kill oder mit der Javelin oder sowas oder mit Taktikeinstieg oder mit der Rauchgranate, weißt du, das wäre spannend gewesen. Aber hier, hey, das war gerade... Leute, ist nie euer Ernst jetzt. Das war jetzt Waffenspiel oder was? Könnt ihr mal voll vergessen, dass ich mich damit jetzt zufriedenstellen lasse, tun, machen soll. Ich bin Level 47 und lasse mich nie von so einem Level 16 Mr. Wugo abziehen oder Rocky Ritchie oder Sally 777 oder Hammer Chat Head oder Ziel Oli U Fold. Was? Ziel? Was? Ziel Oni U Fold. Keine Ahnung, was das bedeutet. Junge. Ich will jetzt noch eine Runde Waffenspiel machen auf der Map. Fright. Eine Waffenrunde auf Fright mit Carl Smart. Huiuiui. Ich hoffe, das läuft diesmal besser. Mal schauen, ob wir jetzt die gleichen Waffen haben wie gerade. Ist wirklich mal interessant zu wissen. Und was noch interessant zu wissen ist, ist, dass das Tracker-Visier zeichnet die... Ach gut, ich lasse es lieber mitlesen. Das Tracker-Visier zeichnet die Umrisse von Feinden nach. Es kann unterwegs weggeklappt werden. Das war übrigens dieses Noob-Visier, was ich vor uns hatte. Oh, die PDB, das ist eine Dreischusswaffe, glaube ich. Oh, ja, ja. Coole Handfeuerpistole. Schauen wir. Noch ist es unentschieden. In 7 Sekunden geht's los. In 6. In 5 Sekunden geht's los. In 4. In 3. In 2. In 1. Und jetzt. Dum, 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 dum. Super. Voller Motivation gestartet, weißt du? Spawnst in der Runde und bist direkt tot. So schnell kann's gehen. So, Alter, was willst du jetzt von mir? Ich muss meinen Leuten da draußen mal was zeigen, ja. Was? Jawohl! Jawohl! Oh oh. Das war ich nie. Jawohl! Klappt gut hier. Man muss sich aber bloß im Klaren sein, was für eine Waffe man in der Hand hat. Ah, stirb, du Hund! Ah, verdammt. Ey, ist der schon wieder vorne? Dieser. Eieiei. Hey! Kein Problem. Oh, war da eh noch? Nee, war keiner. Hilfe! Ah, na komm. Jawohl! Was hab ich jetzt? Okay. MK14, Neuzeit. Ach, dieses Visier geht mir auf den Sack. Ohne Witz. Das ist so dreckig, das Visier. Das ist so dreckig. Das, die Waffe ist nicht schlecht. Die hat eine schöne Feuerrate. Gefällt mir. Das kann man auch machen. Hat richtig Schwumms hinter. Dickes MG. Ab geht's! Na komm. Schreit nicht so an, eure Kameraden. Schreit nicht so an. Zack. Na komm. Na komm. Ich hab Tube für euch. Oh oh. Wo war denn der? Zack! Sniper! Gib ihn! Ist das Bolt Sniper? Ja, das ist Bolt Sniper. Oh, da oben ist er noch. Nee, doch nicht. Das ist ein Ruhe. Jawohl! Jawohl! Nein! Aber es läuft gut. Habe ich wieder diese... Nee, das ist eine normale. Ich dachte, ich hatte wieder diese komische Treibschussbewürfelte Wuffelwaffe da. Wubbel die Schubwaffe. Verdammt, ich bin viel zu hektisch gerade unterwegs. Keine Ahnung warum. Aber das ist doch eine. Die Tür nicht zu. Oh, wie ich mich reingeschlichen habe. Wie ich mich reingeschlichen habe mit der Waffe. Oh, jetzt hatte ich wieder diese MK14. Oder was ist denn das hier? Auf jeden Fall als Einzelschuss und ich habe es nicht reingekriegt. Ich habe voll auf damals hast du gehangen. Das hat einfach mal nichts gebracht. Oh, was bist denn du für einer? Hallo? Kann ich dir helfen? Oh, was ist denn das wieder für eine Waffe? Ja, der kaum Rückstoß, nie. Boah, was geht denn jetzt ab? Bin ich hier wieder am Sterben? Leute! Tut mir das nicht an. Tut mir das nicht an. Ich kann nicht snipern. Wir sind jetzt hier die Ghosts. Boah, was ist denn das für eine Krüppelwaffe? Wollt ihr mich verarschen? Wie soll man damit spielen? Kann diese Waffe mal verschwinden, bitte?
kann diese Waffe mal bitte verschwinden? Na los, in 3 Sekunden kommt einer vorbei. Komm, 3, 2, 1. Oh, yo. Jawohl. Letzte Waffe. Komm, komm her. Hier, ich bin hier. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Guck zu mir, guck zu mir. Nein. Nein. Ich hab verloren. Ist egal. Man muss immer mit seiner Niederlage klarkommen und ich komme dabei sowieso klar damit und... Oh, ich hasse das. Ich muss gewinnen. Ist egal. Ich lasse einfach dabei. Ruhigblut. Gut. Das war jetzt kein Friede, Freude, Eierkuchen, Kommentari, sondern einfach mal BAMS. Volle Energie geladen. Keine Ahnung, was heute los ist. So. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Schönes Waffenspiel gewesen, mal die Waffen ein bisschen kennenlernen und so. In diesem Sinne würde ich sagen, ich bin raus, euer Steve Pri, haut drin. Tüdelü, Daumen V. Tüdelü. Grüße an Fossil.